das traut mir eigentlich niemand zu, wenn ich von der Lok absteige. Also manchmal ist es ja so, dass man doch wirklich mal am Bahnsteig Pause machen kann, weil man eben doch mal Durst oder Hunger hat oder was auch immer. Und dann macht man die Tür auf und die Leute sehen, da steigt eine Frau aus. Da gibt es dann schon Getuschel und gucke mal. Und ja, ich finde das aber schön. Eigentlich wollte ich nie Lokführerin werden. Ich habe meinen Ursprung in meinem Lebensabschnitt nach der 10. Klasse war eigentlich, dass ich Musik studieren wollte. Ich habe Musikschule gemacht, 13 Jahre, mit der Befähigung, im Orchester spielen zu können, und wollte eigentlich nach der Lehre dann studieren. Und dann bin ich bei uns im Cottbusser Raum, ist ja Braunkohle angesagt. Und da habe ich mich dann entschlossen, Maschinist für Fahrbetrieb zu lernen, sprich Fahrdienstleiter und Lokfahren. Und da habe ich das gelernt. Und während der Lehrzeit habe ich wirklich die Liebe zum Lokfahren kennengelernt. Also ich bin damals schon in der Lehrzeit wahnsinnig gerne mit der Lok gefahren und habe dann gedacht, ja, Musik ist ein schönes Hobby, aber Arbeit auf der Lok ist viel schöner. Und das war mein Ablauf, dass ich überhaupt zum Lokführer gekommen bin. Ich liebe es einfach, durch Deutschland zu fahren. Es gefällt mir, wenn ich neue Orte kennenlerne, wo ich privat wahrscheinlich nie hinfahren würde. Ich mag die Lok, die ist wie für mich gemacht. Ich passe überall rein, ich passe überall durch. Wenn ich von zu Hause losfahre, dann denke ich manchmal, eigentlich hast du heute nicht wirklich Lust. Aber wenn ich auf der Lok sitze, ist die Welt für mich in Ordnung. Also ich bin mit der Class, bin ich quasi verwachsen. Da habe ich eigentlich nicht große Probleme mit dem Organisieren, weil ich lebe alleine. Meine Tochter ist aus dem Haus, verheiratet. Und wenn ich freie Tage habe, verbringe ich mit meiner Familie meine freien Tage. Und wenn ich dann eben Tage unterwegs bin, muss ich maximal organisieren, dass meine zwei Katzen nicht verhungern. Und da habe ich eine ganz liebe Nachbarin, die sich dann drum kümmert. Und das ist eigentlich meine Organisation. Mehr brauche ich nicht organisieren. Die erste Fahrt in der Class war ja damals in dem anderen Unternehmen, wo ich angefangen habe. Und das war für mich schon eigentlich furchterregend, weil ich so eine große Lok und so eine Last vorher nie gefahren habe. Da hatte ich schon sehr großen Respekt vor dieser Maschine. Und wo ich dann das erste Mal erstmal nur mitgefahren bin, habe ich das natürlich bewundert, dass der Kollege, der da gefahren ist, die Maschine so beherrscht hat. Und da habe ich mir gedacht, das willst du auch können. Und ich habe es geschafft. Und wo ich das erste Mal alleine unterwegs war, habe ich sehr viel Angstschweiß geschwitzt. Aber ich bin dann stolz abgestiegen und habe gesagt, yes, du hast es. Das ist genau das, was du möchtest. Die Kommunikation mit den Fahrdienstleitern ist natürlich ganz wichtig. Weil wenn ich unterwegs bin und es ist dann so, dass verschiedene Züge doch etwas länger unterwegs sein sollen laut Fahrplan, weil verschiedene Standzeiten eingebaut sind und ich das aber nicht möchte, weil ich möchte ja gern ankommen, dann rufe ich den Fahrdienstleiter und sage ihm Bescheid. Und die meisten Fahrdienstleiter, wo ich öfters langfahre, die kennen mich dann schon an der Stimme und sagen dann, ach, du bist das wieder, du willst doch überall durchfahren. Und dann klappt das auch. Also das ist ganz wichtig, dass man mit den Leuten auch vernünftig kommuniziert. Ich bin heute als Rangierer eingeteilt, weil wir den Zugteil im nächsten Bahnhof schieben müssen. Dazu muss die Spitze besetzt sein, weil gesehene vorher nicht sieht, was passiert. Dafür habe ich dieses Bremskopfrad angebaut, damit ich im Gefahrenfall bremsen kann, weil gesehene vorher nicht sieht, was passiert. So, gesehene noch einmal anmelden vom Bihol nach Behemorbid. Wo ist der Gleis? Ab hier 44. Ab hier 44, alles klar. So, gesehen, wir haben Zustimmung und kannst dann in meine Richtung kommen. Ja, geht's los in deine Richtung. Wenn ich alleine auf der Lok bin, weiß ich, dass ich alles richtig mache.
Und es ist jetzt niemand da, der mir sagt, was ich wie zu machen habe, sondern ich weiß, ich steige auf, ich bereite meinen Dienst vor, ich fahre los und ich komme an. Und das ist für mich das, wo ich niemanden habe, der sagt, das musst du jetzt so machen. Das ist hier diese Einsamkeit. Ich mag das einfach, dass man halt alleine ist und das tun und lassen kann, was man möchte. Na, schon dran. Ich gehe mich abhängen und komme dann zu dir rüber auf die andere Seite. Ja, genau. Mein Tipp für einen neuen Lokführer wäre, dass er flexibel ist und vor allen Dingen, dass er die Lok mag. Das ist auch ganz wichtig. Das mag nicht jeder, diese Lok. Aber ich mag sie schon.